Warum kaufst du ein Elektroauto, ohne dass du einen Ladepunkt hast? Im Prinzip steht Ihnen das Recht zu. Dass der Vermieter sich weigert. Gab es denn bisher irgendeine Reaktion? Der hat mir gesagt, dass hier noch keine Planung für einen öffentlichen Ladepunkt existiert. Und da habe ich jetzt mittlerweile den Vermieter verklagt. So, Julian, wir sind hier in Potsdam. Wo kann man jetzt hier laden? Frage ich am besten mal unseren Gast. Wo lädt man denn hier in Potsdam im Kirchsteigfeld? Ja, also im Kirchsteigfeld lädt man überhaupt nicht. Gibt's doch gar nicht. Also weder am Marktplatz noch in den Carports, die super geeignet sind, kann man laden. Ja. Jetzt ist ja das Kirchsteigfeld in Potsdam ein relativ neu gebautes Gebiet. Ich glaube, als wir uns schon mal unterhalten haben, hier kommen so, glaube ich, Besuchergruppen an. Ja. Weltweit hatten Sie mir, glaube ich, erzählt. Ja. Mhm. Die sich das angucken, wegen der Architektur und so weiter und so fort. Aber was hat man anscheinend vergessen? Ja, man hat vergessen, an die Zukunft zu denken. Ja? Obwohl es genügend Bedarf mittlerweile gibt hier im Kirchsteigfeld, ist es leider nicht möglich, Elektroautos zu laden. Mhm. Obwohl die Infrastruktur dafür da wäre. Mhm. Sind Sie der Einzige, der hier Elektroauto fährt? Nein, bei weitem nicht mehr. Okay. Es gibt noch andere Mieter. Ja. Wie ist denn jetzt Ihre Situation? Beschreiben Sie das doch mal ganz kurz. Also meine Situation ist nach wie vor, dass der Vermieter sich weigert, mir die Erlaubnis zu erteilen, die mir gesetzlich zusteht seit 1. Dezember, eine Ladestation in meinen Carport zu bauen. Mhm. Ja, und ich musste nun leider zu rechtsanwaltlichen Mitteln greifen und habe jetzt mittlerweile den Vermieter verklagt auf Erteilung dieser Erlaubnis. Mhm. Und das Verfahren steht noch aus. Ja. Wollen wir vielleicht noch mal für alle, die nicht so ganz in dem Thema drin sind, sagen, es gibt seit dem 1.12. letzten Jahres die Möglichkeit für Mieter sozusagen, oder Mieter haben das Recht, auf, wie heißt das genau, Erteilung oder Erlaubnis einer baulichen Veränderung. Ja. Ich bin jetzt nicht der Rechtsanwalt. Das heißt, im Prinzip steht Ihnen das Recht zu, eine Lademöglichkeit zu schaffen. Ja. Wer bezahlt die? Na, die muss der Mieter bezahlen. Der Vermieter muss lediglich die Erlaubnis erteilen. Mhm. Es gibt eine Einschränkung, wenn die baulichen Maßnahmen unzumutbar sind, dann darf der Vermieter ablehnen. Das ist aber nach fachmännischem Rat, nach entsprechend technischem Angebot einer Fachfirma und der Rückfrage beim beim Netzdienstleister definitiv zumutbar und auch machbar. Mhm. Und deswegen gibt es keinen Grund, diese Erlaubnis nicht zu erteilen. Diese Information, dass es baulich eben keine Zumutung ist, dass es vom Netzbetreiber her okay ist, die haben Sie ja schon eingeholt, ne? Ja, die habe ich eingeholt. Ich habe einen entsprechenden Antrag beim Vermieter gestellt, auch fristgemäß, und habe erinnert mehrmals, habe Gesprächsangebote unterbreitet. Und es gibt einfach keine Antwort. Gab es denn bisher irgendeine Reaktion von Seiten des Vermieters? Es gab im letzten Jahr, bevor es dieses Gesetz gab, eine Reaktion, die da lautete, wir verstehen Ihr Anliegen, wir haben aber noch keine Voraussetzungen und wir sind auch an einer generellen Lösung interessiert, aber es waren eben wirklich nur Allgemeinplätze. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns das einfach mal live an und nehmen euch dabei mit. Wunderbar. So, dann sind wir da sozusagen am Corpus Delicti sozusagen. Genau. Wie konnten Sie es sich wagen, ein Elektroauto zu kaufen? Ja, das haben mich übrigens viele gefragt. Ja? Ja. Warum kaufst du ein Elektroauto, ohne dass du einen Ladepunkt hast? Bloß wenn jeder nach dieser Logik arbeitet dann, oder denkt, dann würden wir nie zu einer Elektromobilität kommen. Ja. Bevor wir uns das hier mal angucken, wie so die Planung zumindest ist, wie ist denn eigentlich im Moment die Situation für Sie? Wo laden Sie denn jetzt? Also ich bin sozusagen Stromnomade. Ja, ich muss überall gucken, wo ich lade. Es gibt einige Supermärkte, die vorbildlicherweise an ihren Parkplätzen Ladepunkte anbieten, zum Beispiel Edeka, Sterncenter, aber eben nicht zum Beispiel Rewe oder auch Lidl nicht, obwohl die Parkplätze groß genug sind. Mhm. Die wären auch fußläufig vom Kirchsteigfeld aus erreichbar. Und insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als immer wieder nach Strom zu gucken. Okay, furchtbar. Was haben Sie denn jetzt hier vor? Schnelllader 150 kW nehme ich an. Ja, am liebsten einen Turbolader, eine halbe Stunde, 400 Kilometer in die Batterie. Nein, nein, Spaß beiseite. Hier soll ein ganz normaler Ladepunkt mit 11 kW ran an die Wand. Der kann direkt vom Hausanschlussraum, der vorne von der Straße erreichbar ist, bedient werden.
Die Installation ist einfach möglich, weil die Versorgungstrassen ja bereits vorhanden sind. Und wie gesagt, der Netzanbieter hat gesagt, dass es auch von der Netzauslegung her möglich ist, hier das zu installieren. Mhm. Und so wie ich es verstanden habe, hat sozusagen die Firma, die hier für die Hauselektrik verantwortlich ist, auch ihr Okay gegeben. Ja, genau. Die Firma, die hier sowieso schon jahrzehntelang, kann man sagen, ja, seit über 20 Jahren existiert, dieses Wohngebiet, verantwortlich ist, hat auch im Prinzip das technische Okay gegeben. Mhm. Okay. Ja. Das heißt im Prinzip eine Wallbox mit 11 kW. Ja. Sie wollen KfW-Förderung in Anspruch nehmen, das machen lassen. Der Installationsaufwand, muss sehr viel Kabel verlegt werden hier für Sie? Oder wie sieht das aus? Also der Installationsaufwand ist ungefähr von dem Kostenverhältnis her 50-50. Die Hälfte der Gesamtkosten wäre wahrscheinlich die Wallbox, die andere Hälfte ist der Installationsaufwand. Mhm. Wie gesagt, die Versorgungstrassen liegen schon. Mhm. Es muss eigentlich auch gar kein Mauerdurchbruch erzeugt werden. Mhm. Zusätzlich lediglich die Wandmontage hier, wo auch die Wärmedämmung dran ist, ist eine kleine Herausforderung, aber auch machbar. Wie ist denn jetzt nochmal die aktuelle Situation? Also verschiedene Schreiben sind quasi unbeantwortet geblieben. Und was hat Sie dann jetzt dazu gebracht, doch einen Rechtsanwalt einzuschalten? Der Ärger, der Frust oder was? Es ist so ein bisschen zwei Dinge. Das Prinzip, ja, es ist ein Recht, was der Mieter hat, was ihm verwehrt wird. Und dann logischerweise aber auch mein Bedürfnis, das Auto zu laden. Ja. Und ein bisschen will ich aber auch ein Beispiel setzen dafür, dass Elektromobilität möglich ist, auch bei Mietern und nicht nur bei Eigenheimbesitzern, die ja alles alleine entscheiden können. Und deswegen ist es mir auch wichtig, das auch mal zu transportieren. Mhm. Hatten Sie sich eigentlich mal erkundigt nach einer Ladestation, die vielleicht irgendwo draußen an der Straße gemacht wird, an der Laterne oder so? Gab es da auch Gespräche? Ja, ich habe mit der Energie und Wasser Potsdam gesprochen, mit Herrn Buchholz dort, der verantwortlich ist für die Ladepunktinfrastruktur in Potsdam. Mhm. Und der hat mir gesagt, dass hier im Kirchsteigfeld noch keine Planung für einen öffentlichen Ladepunkt existiert. Okay. Ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Mhm. Es gibt auch mittlerweile in Drewitz und am Stern, glaube ich, noch keine Ladepunkte. Hier wohnen, glaube ich, 20.000 oder 30.000 Leute von Potsdam. Mhm. Warum hier kein Ladepunkt her soll oder warum es noch nicht mal geplant ist, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Okay, gut. So, dann, wie gesagt, die Klage, haben Sie gesagt, ist eingereicht. Ja. Jetzt wissen wir, wie lange das dauert. Das kann eine ganze Weile dauern. Aber wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg dabei, dass Sie hoffentlich möglichst bald hier Ihre Wallbox haben, die wir dann, wenn es denn soweit ist, vielleicht nochmal filmen dürfen. Und man kann natürlich eigentlich nur hoffen, dass der Vermieter vielleicht jetzt ein Einsehen hat und sagt, okay, also ich muss es nicht auf ein Verfahren ankommen lassen, was ich sowieso höchstwahrscheinlich verliere. Ich sage einfach Ihnen, machen Sie es gut, machen Sie es richtig, sodass Sie gut laden können. In dem Sinne, wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei und euch vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt ja auch mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch ähnliche Erfahrungen habt, ob ihr negative oder positive Erfahrungen habt, ob ihr das als Mieter oder vielleicht auch als Eigentümer auch schon irgendwie geschafft habt. Und das wäre ganz spannend für uns. Ansonsten sagen wir aus Potsdam, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Gebt uns ein Abo und einen Daumen nach oben. Vielen Dank für den Support und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch von meiner Stelle vielen Dank. Also dann mache ich den Witz ein drittes Mal.